okay, wir werden jetzt eine mehr oder weniger illegale Skate-Session starten mit dem heiligen Skate-Durex, also Julia, und unserem kleinen Chinesen, Inder. Thailänder. Und ja, also normalerweise werden wir immer von so einer komischen alten Frau, die sich anhört wie ein Roboter, rausgekickt. Mal gucken, was jetzt passiert heute. Was war das denn? Ein Haufen Scheiße. Ein Haufen Scheiße. Ich brauche ein bisschen mehr Ansprung. Ja. Warte, Sim, ich versuch was. Laufen. Geil. Okay. Sieht man, was für Hobbys die haben. Der war gut. Warte mal. We are on loading station right now. Das ist doch noch an den Tag, wo wir die geilen Ollie-Tutorials gemacht haben. Da habe ich einmal geschafft, einen Frontside 360 zu landen. Aber es war natürlich lieber wieder nicht auf Kamera und deswegen gebe ich das jetzt als Special für alle meine Abonnenten machen. Also ich werde es wahrscheinlich nicht hinkriegen, schon gar nicht beim ersten Versuch. Aber we will see. Noch ein Stück Pizza. Ja, ein Stück Pizza. Okay. Oh, mir fehlt immer noch ein. Und ja, heute bringe ich euch den Frontside 180 bei. Also, für den Frontside 180 ganz wichtig, ihr müsst den Ollie können. Der ist nicht schwer. Guckt euch einfach die erste Episode von Learning for Life an, dann wisst ihr, wie ein Olli geht und auch wie gut Arm tanzen kann. Und dass Julia Skateboard von Skating 6 ist. Also zum 180 müsst ihr eure Schultern während dem Olli nach hinten drehen. Und zwar etwas vor dem Olli geht ihr am besten schon so in die Knie. Und dann zieht ihr, dann habt ihr den 180. Normalerweise ist der einfacher für die meisten Leute. Manche drehen sich aber auch in die andere Richtung. Ach ja, gut. Was auch wichtig wäre, was beim Üben helfen würde. Also ich habe es nicht gemacht, aber es könnte vielleicht anderen Menschen helfen. Wenn ihr Manual macht, kurz, und euch dann 180 Grad dreht. Ich kann 360. Oh. So ist ein richtiger Olli. Ja, aber das war auch nicht wirklich im Fahren. Das ist unheimlich schnell. Okay, am Anfang. Ganz schnell. Ganz schnell. Aber flott. Das stört unheimlich. Ich hab das noch erwartet. Auf! Geehrte Damen und Herren, so wird man rausgekickt. Ha. Ja. Ich weiß aber nicht, ob ich sie drauf habe. Ich habe die Hand vor die Kamera gesteckt. Die ist Oma-Sack, ist eine Schlampe. Die hört sich an wie ein Roboter.